jeden Folge haben wir uns einfach unseren eigenen Supermarkt aufgebaut. Wir haben mit verschiedenen Elementen versucht, etwas richtig Krasses für die Leute zu machen. Wenn wir es allerdings schaffen, einen richtig krassen Supermarkt aufzubauen, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß! Möchtest du eine kurze Spielleitung durchspielen? Na klar! Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Laden. Es ist doch leer, also lass uns ein paar Regale stellen. Können wir gucken, was wir uns da hinstellen können. Öffne das Baumenü, öffne den Regalbereich und dann können wir uns schon mal so ein paar Regale hinstellen. Stelle zwei Regale hin. Wo sollten wir uns das denn am besten hinstellen? Ich glaube, wir können uns hier rechts das... Okay, hier können wir das natürlich rotieren. Dann rotieren wir das mal irgendwie so hin. Eins kommt hier hin und dann stelle ich eins einfach mal dahin. Das sieht eigentlich super leer aus, aber was soll man denn machen, Leute? Die haben echt doch gar nichts. Erst brauchst du eine Registrierkasse, damit deine Kundschaft ihre Artikel bezahlen kann. Natürlich, Leute. Wir brauchen bei jedem Laden eine Kasse. Aber ich würde ehrlich gesagt nicht diese Kasse benutzen, sondern eine andere Kasse. Kann ich auch die Kassen? Ja gut, es ist empfohlen auf jeden Fall. Es gibt ja einmal den Kassentisch, den Sonderkassentisch und den Selbstzahlungskassentisch. Okay, ich glaube, Selbstzahlungskassentisch. Ich glaube, da müssen wir nochmal gucken, welche Kasse wir uns auf jeden Fall da holen. Okay, Leute, dann stellen wir unsere Kasse. Ich glaube, wir stellen sie mal einfach, ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, wir stellen sie einfach mal hier hin, Leute. Du brauchst etwas, um die Regale zu stellen. Also lass uns hinunter zu der Ladebucht fahren. Okay, dann holen wir uns ein Fahrzeug und wir holen uns unseren ersten Lieferwagen, Leute. Zack! Und wir haben natürlich einen Lieferwagen. Okay, wo müssen wir denn jetzt hinfahren? Okay, wir fahren jetzt dahin. Wir müssen zur Ladebucht fahren. Okay, Leute, wir brauchen natürlich verschiedene Lebensmittel und Artikel, dass wir überhaupt Kundschaft haben. Okay, was haben wir denn hier ganz unten, Leute? Da vorne ist die Ladebucht. Okay, und jetzt können wir den LKW nicht laden. Und wie können wir den LKW so laden? Okay, wir müssen tatsächlich mit der Hilfsperson nach vorne sprechen. Erst dann können wir es aufladen. Hallo, ich möchte ein bisschen Ware haben. In diesem Video kannst du die Waren kaufen, die du dann in deinem Laden verkaufst. Okay, hier gibt es echt viele Sachen. Wähle Konservendosen aus. Jede Kategorie auf der linken Seite enthält mehrere Artikelvarianten. Okay, das ist auf jeden Fall für diese Stahlregale, die wir jetzt hier haben. Der Pritschenwagen kann 300 Stück transportieren und Konservendosen brauchen jeweils 2 Platz. Okay, das bedeutet, wir können bis zu 150 kaufen. Dann holen wir uns mal 20 Stück, Leute. Okay, und jetzt ist es auf jeden Fall schon zu verkaufen. 100, okay, jetzt kommen wir noch 100 dazu. Zack! Und jetzt laden wir mal alles auf, Leute. Und dann können wir schon mal unsere ersten Konservendosen verkaufen. Das ist auf jeden Fall schon mal krass. Okay, wir müssen den LKW erstmal laden. Ja, perfekt, Leute. Und mal gucken, ob wir schon unsere ersten Kunden bekommen, Leute. Das wäre doch so, wenn es nicht richtig krass, wenn wir unsere ersten Kunden bekommen. LKW entladen. Das ist aber nicht die richtige Richtung. Öffnen das Regal-Auffüllungsmenü. Und jetzt können wir unsere Regale mit Dosen, verschiedenen Dosen auffüllen. Wir machen einmal diese Bohnen und dann am besten noch irgendwie, ich weiß nicht, das hier. So, ein bisschen Suppe. Das ist, was du machen solltest, ist ein Kassier einzustellen. Du kannst alle Jobs der Arbeitskräfte selber erledigen, aber es ist immer doch etwas nett, Hilfe zu bekommen. Dann stellen wir mal hier einen Kassierer ein. Für 200? Was war was? Und dann, wer brauchte noch 20 Dollar pro Minute? Das ist doch viel zu viel, Leute. Schließ das Arbeitskräftemenü. Jetzt hast du einen funktionsfähigen Laden. Verdiene immer mehr Geld und werde Einzelhandel-Tycoon. Okay, Leute, wir haben auf jeden Fall jetzt noch... Okay, wir haben die Spieleinleitung verhängt und noch 1000 dazu bekommen. Das heißt, wir können uns eine zweite Kasse dazu holen, Leute. Und mit dieser Kasse, Leute, würde ich auf jeden Fall einiges erleichtern. Da würde ich tatsächlich lieber den... Es tut mir leid, aber ich muss dich leider entlassen. Tut mir leid. Dann verkaufen wir mal hier diese Kasse. Warte mal, irgendwie sollte das doch gehen, oder? Bauen. Genau, dann wählen wir diese Kasse aus. Können wir diese Kasse irgendwie auswählen? Den auf Löschen und dann löschen wir diese Kasse, Leute. Und dann kriegen wir auch unser Geld zurück. Denn wenn wir diese Selbstzahlungskasse haben, Leute, dann tut das uns auf jeden Fall einiges erleichtern. Das tut uns auf jeden Fall einiges erleichtern. Und da könnten wir auch schon fast gleich 2 davon kaufen. Aber Leute, wir bleiben erstmal bei einer. Die steht erstmal hier. Und wir sollten uns darauf fokussieren, dass wir neue Regale kaufen. Ich würde auch tatsächlich hier genau ein neues Regal dazu stellen, dass wir uns tatsächlich mehr Sachen da reinstellen können. So, zack. Das kostet 500. Und dann könnten wir noch einen Artikel mit dazu nehmen, Leute. Ich konnte nicht alles, was ich wollte, finden. Ah ja, Leute, wir haben auch gerade erst angefangen. Wir haben natürlich erst angefangen. Deswegen, Leute, das ist natürlich klar. Okay, hier schmeißen die Leute schon ihren Müll rein. Das heißt, wir müssen unseren Müll entleeren. Okay, Leute, aber wir kaufen auf jeden Fall erstmal noch ein paar Artikel mehr. So, zack. Und Leute. Okay, wir sind letztens hier so rumgefahren. Kommen wir da nicht irgendwie schneller hin? Warte mal, wir könnten echt schneller vorankommen, aber da müssen wir ein kleines Risiko eingehen. Geronimo! Wir sind aber perfekt gelandet. Dafür, dass wir das so ein bisschen komisch gemacht haben. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Okay, Leute. Ich möchte etwas kaufen. Und zwar, was können wir uns denn hier kaufen? Ich glaube, ich würde tatsächlich sogar... Ich weiß nicht. Erstmal so ein bisschen Obst. Ich weiß gar nicht, ob Obst gut ist. Oder vielleicht sowas kaufen. Unser Lager... Okay, unser Lager schon ist tatsächlich auf 0. Das heißt, wir können uns was...
auf jeden Fall aufladen. Aber was sollen wir uns holen? Was würde ich denn gerne verkaufen? Kann ich eigentlich Videospiele kaufen? Ich könnte tatsächlich Videospiele kaufen. Ich glaube, dafür brauchen wir... Ja, wir brauchen eine Vitrine, Leute. Das können wir auf jeden Fall nicht machen. Das heißt, wir holen uns auf jeden Fall erstmal... Was können wir denn noch holen? Wir könnten theoretisch noch Backwaren und so holen. Oder Süßigkeiten. Das wäre auf jeden Fall noch eine weitere Option, die wir reinmachen können. Oder wir verkaufen Spielzeuge. Okay, Spielzeuge, Leute, das sollte auf jeden Fall ganz cool sein. Dann holen wir uns welche für... Ja, 400. Und dann holen wir uns noch, okay, die Laderampe ist voll. Das heißt, wir können nichts mehr dazu kaufen. Okay, tatsächlich können wir uns noch was dazu holen. Dann holen wir nochmal so 2x10. Okay, Leute, das soll auf jeden Fall hinbekommen. So, Leute, dann laden wir das mal. Zack. Und jetzt haben wir unser Spielzeug aufgeladen. Okay, Leute, dann füllen wir mal unsere Regale auf, Leute. Okay, dann können wir auf jeden Fall unsere Regale auffüllen. Und zwar mit verschiedenen Spielzeugen. Ich würde hier am besten hier diese Rakete einmachen. Und dann könnten wir uns hier noch ein... Warte mal. Ich glaube, wir könnten uns tatsächlich noch ein Regal dazu holen. Dann bauen wir mal noch ein Regal hin. So, zack. Und da können wir noch was anderes hinmachen. Und zwar, wisst ihr, was wir da hinmachen können? Wir könnten tatsächlich noch mehr Spielzeuge hinmachen. Und zwar würde ich dann die Drohnen dahin machen. Und dann könnten wir... Warte mal. Okay, leider können wir uns kein weiteres Regal leisten. Aber ich glaube, wir bekommen dann eigentlich Backwaren. Okay, jetzt kommt echt die Kundschaft zugelaufen, Leute. Und die möchten sich doch bestimmt ein Spielzeug holen, Leute. Also wenn die Leute sich kein Spielzeug holen wollen, dann weißt du auch nicht. Das ist doch top-klasse Spielzeuge. Ja, ich wusste es, dass sich Leute Spielzeuge kaufen. Das sollte auf jeden Fall ganz gut sein. Könnten natürlich auch einen Spielzeugladen draus machen. Aber wir gucken erstmal, dass wir so ein bisschen Geld reinbekommen. Aber ist das ein Dieb? Nee, das ist kein Dieb, Leute. Puh, ich dachte gerade eben, dass es ein Dieb wäre. Und er holt sich 3 Artikel. Das ist dafür ganz gut, Leute. Und damit sollten wir uns einen, genau, ihr habt richtig gehört, Leute, einen Aufstand kaufen. Und ich würde den, glaube ich, einfach hier machen. Ja, ganz einfach so. Zack. Und perfekt, Leute. Und da können wir jetzt einfach unsere Äpfel reinfüllen. Ohne Gemüse. Wir können da, glaube ich, verschiedenes reinfüllen. Okay, wir können tatsächlich auf Tomaten, Melonen. Ich glaube, ich würde tatsächlich Bananen reinmachen. Warum denn nicht, Leute? Warum denn nicht? Kommt rein in die gute Stube. Vielleicht können wir uns ein bisschen unseren Laden verschönern, weil das sieht echt ein bisschen plump aus. Ich glaube, ich würde hier tatsächlich... was gibt es denn hier für Deko, Leute? Was gibt es denn für Deko? Wir können uns hier so eine Topfpflanze holen. Okay, die sind echt teuer. Das hätte ich echt gedacht. Vielleicht so eine kleine Topfpflanze. Okay, die kostet echt alles super viel. Vielleicht so ein paar Blumen. Ja, das sieht doch bestimmt... nee, das sieht nicht schön aus, Leute. Wir müssen uns definitiv was anderes holen. Aber Leute, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, wie wir das machen. Das nächste Ziel wäre auf jeden Fall, dass wir uns einen weiteren Parkplatz holen, weil wir hier tatsächlich nur einen Parkplatz haben. Okay, was ist das denn hier? Das ist ein Räuber? Weg mit dir! Dieser Laden ist sowieso ätzend. Du bist ätzend. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch hier so viele Sachen. Wir haben hier Restaurant Tycoon, wir haben hier Farming Friends, Theme Park Tycoon, wir haben so viele Sachen. Mein Mann. Endlich ein normaler Kunde. Willkommen. Möchtest du ein paar Bananen, ein paar Dosen oder ein paar Süßigkeiten? Ja, die Spiele sehen echt interessant aus. Ich würde mir davon alle am besten nehmen. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Nein, sie sind nicht an unseren Spielen interessiert. Dann können sie sich ein paar Bananen nehmen oder ein bisschen was davon. Ich kann mir nicht alles leisten. Ich glaube, dass die Preise nicht zu hoch sein. Kommen Sie zurück. Okay, ist weggegangen. Nee, vielleicht finden wir noch andere Kunden, die sich unsere Sachen holen wollen. Dann machen wir mal hier ein bisschen sauber. Hier, der Müll ist auch schon wieder voll. Hallo. Ich könnte... Okay, das ist auf jeden Fall sehr gut. Hier sind noch ein paar Kinder dabei. Da können wir ganz viel Geld verdienen, weil die holen, möchten sich bestimmt welche davon holen, oder? Ja, kann sein. Aber die Süßigkeiten und diese auf jeden Fall, die kommen auf jeden Fall in Frage. Ja. Die Spiele, das ist ganz wichtig, Leute, ganz wichtig. Okay, gute Frage. Okay, vier Sachen, Leute. Wir können uns auf jeden Fall jetzt noch gleich Speicher holen. So, zack, wir können uns, glaube ich, neue Deko holen. Ich glaube, ich würde tatsächlich sogar neue Deko dazu machen, dass einfach ein bisschen schön aussieht. Ich würde einfach über der Kasse, ich glaube, so eine Pflanze hinhängen. Das sieht doch schön aus. Und dieses Kind holt sich einfach nur Süßigkeiten. Was ist das denn, bitteschön? Einfach nur Süßigkeiten, das ist so ungesund. Was machst du denn, bitteschön? Oh mein Gott, Leute. Okay, manchmal geht es auch einfach gar nicht anders. So, dann können wir natürlich auch neben unserem Laden noch so ein bisschen was an Blumen hinmachen. Und ich glaube, das sollte auf jeden Fall ein bisschen schöner aussehen. So, wir haben hier jetzt auch ein paar Blümchen. Okay, und jetzt wollen sich bestimmt mehr Leute mehr Sachen holen. Haben wir eigentlich hier noch was an den... können wir uns tatsächlich hier noch irgendwas auffüllen? Okay, wir können hier die Bananen auffüllen. Und wir haben tatsächlich hier noch Gemüse, was wir hier reinmachen können. Allerdings haben wir keine Videospiele. Aber mal gucken, was sich die Leute hier holen werden. Ja, das sieht auf jeden Fall echt interessant aus. Okay, wir sollten vielleicht währenddessen uns noch was holen gehen, Leute.
dass wir auf jeden Fall uns mehr leisten können. Okay, so Leute, dann fahren wir nochmal zurück und holen uns etwas. Hallo, ich würde mir gerne was holen. So, zack. Dann holen wir uns. Was können wir uns holen? Wir können uns leider echt was gar nichts holen. So Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben uns einen ganz guten, soliden Laden erbaut. Mit ein paar Backen. Aber es sollten wir auf jeden Fall noch ausbessern können. So Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat. Warte mal, wer ist denn das denn hier aber schön? Ist es hier ein Räuber? Nee, okay, er sah zumindest so. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr natürlich gerne mehr sehen wollt. Und ich würde auf jeden Fall sagen, das war's fürs Erste. Ich bin's euer Tom Wobbly. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.